Servus Leute, zurück zum Finale von War for the Overworld. Wir haben alles und jeden besiegt. Nur noch der Imperator ist da. All your work has been towards this very moment, Underlord. The Empire is in shambles. Its army is decimated. Its people are paralyzed with fear. The Emperor Lucius has sealed himself away in the hopes that the dark may hide him. Begin your siege of the Citadel, Underlord, and seize our final victory. Jawohl, zum finalen Schlag geht es nun. Gleichgewicht wird hergestellt. Die finale Mission, das wird eine heftige Mission. Eine lange Mission. Welcome to the site of our final victory, Underlord. This is the stronghold beneath the Empire's capital city, Uther's Landing. At its heart lies their dithering Emperor, Lucius. He waits for us in this throne room. But be cautious, Underlord. A whimpering baby though he may be, he's now fully absorbed the owl and is racked by powers not meant for any mortal. His mind creaks under the strain of it, and madness eats away at him. In order to reach him and finally destroy the Aum, you will first need to overcome the formidable defenses of this stronghold. It would be wise to scout the surrounding area before assaulting the fortress directly. These rats may have some tricks up their sleeve. I can feel their beating hearts. Thousands, millions, all for me, all ready to follow my every command. My father would simply have destroyed you and sent you packing. I intend to burn you to the very core. With the Aum, I am more than unstoppable. I am a god to my subjects. And I have the power to cast evil out from my glorious empire until the end of time. You will never again enter my realm. You're nothing more than one more cockroach. And I'm wearing very heavy boots. Come, sehr gut. I'll give you a fighting chance. And when I tire of our little game, I will finish you. Der labert viel zu viel. Ausgezeichnet. Moment, das nutzen wir gleich. Wir werden das gleich nutzen und hier drumherum eine kleine Schatzkammer bauen. Klein ist relativ. Wir haben hier, wie ihr sehen könnt, eine riesige Karte. Diese Mission wird riesig. Wir haben sehr viel zu tun. Sehr viel können wir tun. Sehr viel werden wir tun. Das wird toll. Ich kann hier in riesigen Ausmaßen bauen, weil wir haben ja unendlich Gold zur Verfügung. Wir haben eine riesige Menge an Platz zur Verfügung. Erstmal machen wir es so und dann hier eine Schatzkammer rumherum. So, damit ist schon mal die Versorgung geklärt. Minions habe ich. So, als nächstes, da kommt das und dann mache ich hier hin. 7x7 ist jetzt meine Standardgröße in dieser Mission. Alles wird ultra groß gemacht. Hier will ich auf jeden Fall eine Garnison reinbauen. Weil als erstes möchte ich Ogre haben. Ogre sind gute Kämpfer. Na, Shit. Könnt ihr mal dort unten das fertig machen? Hier, was soll denn das? Ach so. An Ogre has entered your dungeon. Sehr gut. Ogre sind immer gern gesehen. Na gut, dann kann man hier was Kleines noch reinmachen? Ja, kann man. Hier kommt die Folterkammer. Hier kommt der Kerker. Kerker brauchen wir viel Platz. Eine Mission wie diese, da gibt es bestimmt viel zu. Viel zu klauen an Einheiten, würde ich mal nennen. Viel zu klauen. Hier kommen die ganzen Standardräume rein.
Hier werde ich essen. Warte mal, dann machen wir hier schlafen. Kommen die Standardräume hier hin. So, Standardräume können auch 5x5 sein. Easy. Das ist ganz in Ordnung. 5x5. Bum, 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 bum. Und ich brauche einen Ogre, ist nicht schlecht. Hier habe ich vor, Kaserne reinzumachen, damit die Minions auch wunderbar trainieren können. So, dann wo schlafen? Hier schlafen und dort oben Hühnchen. Okay. Kerker, Folterkammer. Erstmal brauche ich Essen. Biester. Ich hätte gerne auch Biester. Biester kommen hier hin. 7x7. Die Arena kommt nebenan zu der Kaserne. 7x7. Ey, das wollte ich nicht. Dann machen wir hier auch nochmal 7x7, falls möglich. Noch eine Biestin. Und hier 7x7. Was zu essen. Hühnchen. So. Damit sind die Biester vorbereitet. Hier mache ich eine kleine Schatzkammer rein. Weil wenn Payday ist, dann müssen sie eventuell nicht so lang bis darüber laufen. Hier wollte ich Essen reinmachen, genau. Gut. Hier wollte ich Schlafplätze reinmachen. Sehr gut. Massenweise Schlafplätze. Das ist notwendig. Gut. Ja, die müssen da arbeiten. Folterkammer, Folterkammer, Folterkammer. Wahrscheinlich teuer. Aber ist in Ordnung. Was möchte ich auf jeden Fall noch? A succubus has entered your dungeon. Ich werde ein riesiges Gebiet hier machen. Für Crackpots. Alchemisten. Ich werde... Ja, Gold fehlt jetzt erstmal. Erstmal fehlt jetzt Gold. Eigentlich kann ich die Schatzkammer hier noch erweitern und jedes Gold noch zusätzlich abbauen. When I rise up, I will be as a new star. My radiance will herald the dawn of a new age. Labernet. Gar keine Ahnung davon. Ich sollte das auf jeden Fall noch groß machen. Die Garnison. Sollte auf ihr Maximum ausgebaut sein. Gut, dann kommen vielleicht noch mehr Ogre. Ja, das ist schon mal eine gute Truppe. Die müssen noch trainieren, aber ansonsten passt es schon. Machen wir nochmal zwei Stück. Nicht zu viele, weil sonst hier Mana lockt. Das ist nicht so gut. Und ganz ehrlich, irgendwann haben wir auch keinen Bedarf mehr an Imps. Aber noch haben wir den. So, weitere Gebäude. Ich brauche noch eine Gruft. Dann hätte ich gerne ein Heiligtum. Ach, alles so teuer. Gut, das reicht von der Größe her. Ein Archiv. A cultist has entered your dungeon. Und... Gießerei. Oh, shit. Na, da fehlt ein bisschen Kohle fehlt. Okay, hat sich schon gelöst. Geld ist kein Problem. Wir haben unendlich Geld. So, meine Armeen wachsen jetzt.
Machen wir mal hier einen Durchgang, damit die nicht so weit zu laufen haben. Hier genauso überall Durchgänge machen. Kerker ist noch nicht notwendig, wir haben noch keine Gegner gesehen. Ist auch richtig so. Dass wir keine Gegner bisher sehen. Halt, was ist hier? Geht's hier weiter? Ich brauche einen. Komm. Besiege den Imperator und zerstöre das Uhm, ist unsere Hauptquest. Wir haben schon mal jetzt ein riesiges Gebiet vor uns. Hoffentlich kommen sie hier durch, weil dann kann ich sie hier kanalisieren durch die Garnison. Sollten sie sowieso ein bisschen aufgehalten werden. Oh ja, ganz wichtig, ich brauche ja Biester. Biesten. Noch eine Biesten. Essen. These matriarchs are looking to raise the buried dead from their graves. This could become a problem, Underlord. Wipe them all out and put an abrupt end to their necromancy. Okay, die wollen die Toten wiederbeleben, um hier ihre Armeen zu stärken. Ja, das ist doch eigentlich meine Art, zu kämpfen und zu arbeiten. Your Bafu has entered your dungeon. Erstmal die Arena ausbauen, damit schon mal ein Beastmeister kommt und die kann leicht trainieren können. Jetzt brauche ich bloß mehr Geld. Das führt anscheinend schon zu den Gegnern hin. Ah, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Sehr schön. Machen wir die Arena größer. Hey, Biester, ihr könnt doch eigentlich schon trainieren. Keine Zeit verschwenden. Schön trainieren. Schön trainieren, alle. Ich brauche euch im hohen Level-Bereich am besten. All of Kairos will bow down before me. There shall be no gods before or beside me. Na, abwarten. Übernimm dich mal nicht, mein Kleiner. Wir werden dir schon zeigen, wie das so aussehen soll. Du hast gewonnen, also darfst du dich ausruhen. Ja, schlaf doch. Happy bist du. Sehr gut. Was anderes habe ich auch nicht erwartet. Alle glücklich. So, Crackpot. Crackpot, Crackpot. Alchemistenlabor. Money, more money. Gut. Können wir es schon mal in die Reihe fertig machen. Da können schon ein paar kommen. Und ich kann schon mal... Gold. Das kostet Gold, aber das sollte kein Problem sein auf Dauer. Was haben wir denn hier? Wir haben Artefakte. Das aktive Ritual. Wir haben kein aktives Ritual im Moment. Brauch noch keins im Moment. Wie sieht's hier aus? Ah ja, weiter kommt man nicht in diesem Gebiet. Na gut, ist in Ordnung. Dann werde ich mal ein Archon beschwören. Archon, summon! Der Titan der Magie, würde ich mal sagen. Weil ich werde meine Kämpfer aus denen generieren und der Archon soll von hinten draufhauen. Ich glaube, die Bestie, die ich letztes Mal hatte, die ist nicht nötig. Deswegen probiere ich den Archon. Der wird hoffentlich... nützlicher. Hier baut sich alles auf. Das ist wunderschön. Wartet. Wir könnten
ein bisschen die Gegend erkunden. Vielleicht gibt es hier noch etwas. Zum Beispiel Artefakte. Oder sowas. Noch viel lieber. Mehr Portale bedeuten mehr Kreaturen. Glaube ich zumindest. Hier ist alles ruhig, wie es scheint. Viel Gebiet zum Bauen. Ups, falsche Taste. Ein weiteres Artefakt. Okay, hier endet schon wieder das Gebiet. Hier muss ich aufpassen. Hier wiederum ist alles in Ordnung. Wie sieht's hier unten aus? Gibt es hier noch irgendwas von Interesse? Aufdecken, alles auf. Oh, ja, Artefakt. Ich möchte die Artefakte haben. Vielleicht sind ein paar Level-Up-Artefakte, die liebe ich natürlich. Na gut, hier sind wir am Ende der Karte angelangt. Schön, schön, schön. The keep is sheathed in protective magic. I don't think they want us to get in, Underlord. Unleash the Kinos to smash through this barrier and teach them a lesson in hospitality. Okay, die haben eine magische Barriere errichtet, die mir den Durchgang verwehrt. Vampir freischalten. Aspect unlocked. Warum heißt es Aspekt? Warum nicht Ritual? Ich bin verwirrt, aber okay. Soll mir recht sein. Trainiert ihr auch schön? Was ist mit den Biestern? Warum trainieren sie nicht? Beastmaster! Beastmaster! The universe shall fear my name. Lucius, the Emperor God. Ja, ein bisschen zu viel von dir, nicht wahr? The Emperor God. Ich hab da eine andere Meinung über dich. Aber sei es drum. Die Barefoots, sie gehen ganz schön drauf. Soll ich sie vielleicht sofort angreifen? Habe ich Zeit? Fragen über Fragen. Die Artefakte habe ich schon geholt, das ist gut. One of your creatures is wondering when the next game comes out. Ja, wann kommt das nächste Spiel raus? Ah, und werde ich's Let's Playen? Das sind so Fragen. Wurmloch. Wormhole unlocked. The Empire is sending a party to assault your dungeon, Underlord. A party? Defend yourself. Na gut. Fight for your god. Fight for your empire. Zäh. Für was hält er sich? Achso, hat er schon erzählt. Frostweaver. Ich möchte mehr Frostweaver. Und Weisheitssaft. So, da könnt ihr arbeiten, ihr Crackpots. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Von wo kommen sie? Von da? Was? Ach nee, da kam bloß einer. Ein Crackpot. Hm? Wo... Ey, wieso kann ich sie... Oh, verbuggt. Wieso kann ich nicht rumrutschen und meine Minions alle anschauen? Naja. Von wo kommen sie? Kommen sie von da? Kommen sie, brechen sie irgendwo durch? Wir müssen aufpassen. Trainiert ja auch fleißig. Ich brauche euch fit und stark. Ihr schön, besonders die Ogre. Die Ogre sollen trainieren. Die sind wichtig. Die Goblins, die trainieren ja sowieso. Das ist gut. Ja, hoffentlich bin ich bereit. Für die Gegner. Der Gegner schickt eine Party. Oh, ich brauche einen Kerker. Weil im Idealfall kommt diese Party zu mir und bleibt auch eine Weile. Oh, dort oben.
Jawohl, das scheinen starke zu sein. Ah, jetzt kann ich hier alles. Ah, das ist doch schön. Gleich mal zum Angriff hier. Haltet sie auf! Your minions are being attacked. Kriegen wir schon hin. Na, oder doch, nein? Ey, wohin laufen die denn? Könntet ihr sie töten, bevor sie hier zum Kern vordringen? A minion has entered your dungeon. Ja, das ist so schön. Gespenster. Untotes Kanonenfutter. Die möchte ich gerne bekehren. Die sind stark. Stufe 8. Masse statt Klasse. Worthless. No matter. My armies are as endless as my resolve. It's payday. Okay, dann holt euch euren Sold, ihr habt's verdient. Was? Könntet ihr euch darum kümmern, bitte? Your minions are in combat. Danke. So. Bitte in den Kerker mit den. Stufe 10. Hallo, Schwester. Du willst doch dem Bösen dienen. Was bist du, Jägerin? You need to channel the Unleash Kinos ritual. Ach, nee, müssen wir nicht. There's no way inside the keep until that barrier is down. Sukubi, wo seid ihr? Es gibt Arbeit. Es gibt Arbeit zu tun. Es gibt Leute zu überzeugen. Warte mal. Hier waren noch viel mehr. Wo sind die? Warum sind die nicht im Kerker? Sind die alle verreckt? Sind sie jetzt auf dem... Ja, die sind alle wahrscheinlich verreckt. Ja. Ach, die guten Einheiten sind verreckt. A ghoul has risen in your crypt. Der Archon ruft auch Ghoul herbei. Nice. Wie sieht's denn hier aus mittlerweile? Von den Tränken sind noch nicht alle fertig. Die arbeiten noch. Das ist jetzt eine sehr geduldige Mission. Wir haben hier viel zu tun, beziehungsweise in großen Ausmaßen können wir hier was tun. Aber wir haben alle Zeit der Welt. Vermute ich mal. Nein, die großen Titanen sind auch tot. Leute, was habt ihr bloß angetan? Was habt ihr bloß getan? Ihr hättet sie in den Kerker schmeißen sollen. Ich hätte sie bekehren müssen. Jetzt werden sie alle zu Ghoulen. Oh, Ghule, toll. Hier, Stufe 10. Die sind was wert. Habe ich mal extra ein paar Minions gemacht und schon ist hier nichts. Na, schaut euch an, die Bestienmeister kommen gleich zur Stelle. Oder auch nicht. A ghoul has risen in your crypt. Das interessiert mich nicht. Klicken wir mal weg. Das ist unwichtig. A ghoul has risen in your crypt. So. Volcanic Bridge. Unlocked. Vulkanbrücke. Errichtet eine neutrale Brücke über Wasser oder Lava. Eine neutrale Brücke. Na, schaut euch das an. Jawohl. Und der Templer, der wird auch noch sich es zweimal überlegen, welchem Gott er dienen möchte. Das finde ich cool übrigens. Im Gegensatz zu... Wo ist die Jägerin? Im Gegensatz zu Dungeon Keeper 2... ist es hier kein Problem mit denen, wenn sie bekehrt werden. Die werden einfach dunkle Menschen, wie man sie meistens sehen kann. Dunkle, bösartige Menschen.
Beim anderen hatte man ja das Problem, dass man die Menschen immer noch getrennt leben lassen sollte zu den... Oh, falsch. Zu den... Getrennt leben lassen zu den normalen Kreaturen, weil sie sonst unglücklich werden. Hier ist es, glaube ich, kein Problem. Ist auch sehr komfortabel so. Macht auch Sinn. Wenn man sie zum Bösen bekehrt, wieso sollte man sie dann noch trennen? Die freuen sich dann mit hässlichen Gnomen und so rumzuspielen. Wieso kämpft ihr nicht mehr? Seid ihr etwa verbuggt? Das müssen wir beheben. Ihr wollt doch trainieren. So, schön. Wie sieht's hier aus? Trainiert ihr fleißig? Ja, ihr trainiert fleißig. Stufe 6. Willst du nicht... Schaut euch den dunklen Templer jetzt an. Total bösartig. Möchtest du nicht eine Ruhe schlafen? Eine Runde Schlaf für dich? Wieso? Heil dich doch erstmal hoch. Dann mach ich's halt. Alles muss man hier selber machen. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Der Aufbau und die erste Gegnerwelle haben wir abgeschlossen. Und beim nächsten Mal werden wir uns dessen annehmen. Dort oben. Den... Die Gefolgsleute stoppen. Quest. Die Matriarchinnen. Die werden wir als nächstes erledigen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.